Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahrzehnt her, dass hier im Landtag das Thema Putenhaltung schon mal thematisiert wurde. Und zwar mittels einer kleinen Anfrage des damals zuständigen Abgeordneten Rainer Priggen. Und wenn man die Antwort des Ministeriums liest, dann kann man nur eins feststellen: Alle Probleme in der Putenhaltung, die wir heute kennen, die unbestreitbar da sind, waren damals schon bekannt und sind damals in der Antwort auf die Kleine Anfrage auch benannt worden. Übertriebener Medikamenteneinsatz ist thematisiert worden, Qualzuchten sind thematisiert worden und natürlich auch die unsägliche Praxis des Schnäbelkürzens. Und genau aus der Zeit gibt es dann auch parallel ein umfängliches Gutachten einer Professorin, wie man denn die Stallhaltung der Pute verändern müsste, damit die Lebensbedingungen der Tiere endlich akzeptabel sind. In dem Gutachten geht es dann darum, wie man die Besatzdichten ändern müsste, wie man die Stallstrukturen verändern müsste, damit die Tiere auch ihr Verhalten ausleben können. Es geht darum, wie man das Futter verändern müsste. Und es gibt also viele Antworten auf die Zustände in der Putenhaltung, die seit über einem Jahrzehnt da sind. Was hat sich seitdem getan? Herzlich wenig. Die Missstände der Putenhaltung sind immer noch so, wie sie vor 10 Jahren waren. Und wir alle wissen ja, das ist ja ein geflügeltes Wort, der Fortschritt ist eine Schnecke. Bezogen auf die Putenhaltung kann man sagen, eher eine Wanderdüne. Wenn wir jetzt reinschauen in die bundeseinheitlichen Eckwerte zur Haltung von Mastputen, die auch gerade aktualisiert worden sind, dann wird das ganz deutlich. Alle Experten sagen uns, wir müssen die Besatzdichte in den Putenstellen deutlich runterfahren, um zu Verbesserungen zu kommen. Und jetzt würden wir erwarten, wenn die Missstände so sind, wie sie sind, dass dann in einer Erneuerung dieser freiwilligen Haltungsvereinbarung, dass dann die Besatzdichte wirklich mal deutlich heruntergefahren wird. Und wenn wir dann lesen, 1999, erstmalige Vereinbarung, 52 Kilogramm weibliche Puten auf den Quadratmeter, 52 Kilogramm. Und dann gucken wir mal 2013 rein, bei der Neuauflage. Was finden wir da? Wieder 52 Kilogramm für die weibliche Pute. Das ist erbärmlich, nicht mal 100 Gramm weniger auf den Quadratmeter haben die Putenhalter uns eingestanden. Die Puten müssen immer noch eng auf eng leben. Das ist deutlich zu wenig, was uns dort geboten wird. Es ist ein Armutszeugnis angesichts der gesellschaftlichen Debatte über Tierhaltung, die sich ja in den letzten 10 Jahren noch mal deutlich verstärkt hat. Hier hätte ich viel mehr erwartet und von daher ist für uns auch klar, dass freiwillige Vereinbarungen an der Stelle überhaupt nicht ausreichend sind und dass wir endlich zu einer gesetzlichen Regelung kommen müssen. Ich will noch eine Sache erwähnen, weil Minister Remmel hat ja im Punkto Hähnchenmast wirklich mit der Antibiotikastudie Aufsehen erregt. Wir haben damals dargestellt, wie stark der Antibiotikaverbrauch ist mit eben 80% der Hähnchen, die behandelt sind. Wenn man dann die Putenmast noch dazu nimmt, die Ergebnisse werden ja auch noch kommen, da ist es nochmals deutlich schlimmer. Und wenn man Antibiotika als einen Indikator nimmt für schlechte Haltungsbedingungen, dann ist in der Putenmast 100% schlechte Haltung vorhanden. Wir haben, obwohl wir die Tiere dauermedikamentieren, haben wir trotzdem noch Entzündung an den Fußballen. Wir haben Brusthautentzündung, wir haben Gelenkdegeneration und wir haben Herz-Kreislauf-Probleme bei den Puten aufgrund von Überzüchtung. Deshalb ist ein Weiter-so mit uns nicht mehr machbar. Und es ist auch deshalb nicht machbar, weil die Pute die einzige wichtige landwirtschaftliche Nutztierart ist, die nicht gesetzlich geregelt ist. Wir verstehen überhaupt nicht, warum man hier noch darauf beharren kann, dass man das freiwillig weitermacht. Warum sollen wir die Pute nicht gleichstellen mit Rind, Schwein, Masthuhn? Die Pute kann genauso gesetzlich in der Nutztierhaltungsverordnung geregelt werden wie alle anderen Tiere auch. Und es ist auch gerecht gegenüber zum Beispiel den Schweinemästern. Die haben gesetzliche, klare Bestimmungen. Die können sich ihre Haltungsvorschriften auch nicht aussuchen und von daher werden wir dann da bei der Pute letztendlich nachziehen. Das macht Sinn, das schafft Rechtsgleichheit für alle Tierhalter. Meine Damen und Herren, wir machen ernst mit deutlich mehr Tierschutz. Wir wollen klare und verbindliche Haltungsvorschriften haben und wir wollen auch ein klares Signal haben im Bereich der Schnabelkürzung. Wir wollen die Schnabelkürzung weghaben, um das deutlich zu sagen, aber und dafür steht auch diese Koalition, steht auch der Minister, wir machen ein faires, zeitliches Angebot an die Branche. Wir sagen nicht von heute auf morgen, wir geben noch mal eine Frist. Wobei ich sage, die letzten 10 Jahre hätten auch genutzt werden können. Trotzdem, es gibt dieses Angebot, wir erwarten aber, dass dann Schluss ist.
Wir wollen mit anderen gesetzlichen Standards gute, bessere Haltungsbedingungen in den Ställen erreichen, auch wenn wir wissen, dass es immer noch Nutztiere sind. Die Aber Redezeit. So wie es jetzt ist, geht es nicht. Wir wollen weniger Erkrankungen, weniger Antibiotikaeinsatz. Das sind wir den Tieren schuldig, aber auch den Menschen hier in NRW, die eine andere Haltung wollen. Und dann sage ich noch eins zum Schluss. Heute steht auf dem Speiseplan hier in der Kantine mediterranes, putengeschnetzeltes. Ich persönlich tue mich schwer damit, das zu essen. Dankeschön, Herr Kollege Rüssel.